So, Freunde, für uns geht es auf jeden Fall heute nach Kayenbeck. Für die Leute, die nicht wissen, was Kayenbeck ist ein Dorf. Anscheinend soll da keiner mehr leben. Also es ist wirklich eine komplette Wohnsiedlung. Aber ihr müsst euch vorstellen, alles ist fertig. Da sind ganz, ganz viele Häuser. Aber es lebt keiner dort. So, also die Stimmung wird einfach tot sein. Und wir werden uns auf jeden Fall jetzt gleich auf den Weg machen und gucken, ob das wirklich nicht belebt ist. Und wenn es nicht belebt ist, Bruder, ich werde mein Haus aussuchen und das gehört an mir. Ach du Scheiße, das Ende der Autobahn? Ja, geht nicht mehr weiter. Boah, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie das Ende einer Autobahn gesehen. Ich dachte, eine Autobahn geht immer weiter. Was man so alles erlebt, wenn man 5 Stunden Auto fährt. Aber es hat mich echt gerade gewundert, dass die Autobahn da irgendwann aufhört. Das habe ich echt noch nie erlebt. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade angekommen in Kayenbeck nach 5 Stunden oder 5,5 Stunden Fahrt. Wir haben 19 Uhr, ist jetzt relativ dunkel. Also eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass wir das Ganze vielleicht tagsüber machen, aber es hat zeitlich nicht gepasst, dass wir früher ankommen. Vor euch sieht es wahrscheinlich gerade hell aus. Wir sind jetzt ungefähr 2 Minuten noch entfernt. Tolga setzt sich einmal ans Steuer. Ich muss eigentlich pinkeln. Wenn man jetzt diesen Kreisel vergleicht, da ist auf jeden Fall ein bisschen Betrieb. Aber hier, wenn man in die Richtung guckt, sieht es halt schon sehr, sehr ruhig aus. Ich habe nur gesehen, dass ein Auto dahin gefahren ist. Ich hoffe, die sind nicht in unser Dorf gefahren, Kayenbeck. Wer hätte gedacht, dass wir irgendwann in Kayenbeck chillen? Ich wusste nicht mal, dass es Kayenbeck gibt. Aber sieht auch ehrlich gesagt schon echt tot aus. Ne? Also ich würde es verstehen, wenn da keiner mehr lebt. Wir haben auch nicht die genaue Adresse. Also uns wurde nur gesagt, Kayenbeck. Also da vorne schon mal Licht an. Also ich würde sagen, wir steigen vielleicht dann hier aus und gehen dann so ein bisschen durch die Stadt, ne? Ah, das ist alles zu. Okay, das ergibt Sinn. Nimm mal mein Handy. Tschüss. Also da ist wohl irgendjemand drin. Oder lebt jemand drin. Das ist eine Küche, glaube ich sogar. Alter Schwede, sieht die Küche gruselig aus. Bruder, um 19 Uhr hörst du einfach die Vögel. Also du kriegst hier gar nichts mit. Also du hast keinen... Einfach hier gibt es keine Grundstimmung. Ich höre hier keine Menschen, ich höre keine Autos. Das ist eigentlich schon ein krasses Gefühl so. Man kann das jetzt auch nicht richtig beurteilen, weil... Dörfer an sich sind ja um die Uhrzeit schon tot. Weißt du, was ich meine? Ich muss sagen, das ist schon ein krasses Gefühl, Digga, wenn man hier irgendwo rumläuft und du weißt, hier ist einfach nichts los. Hier wurde es auf jeden Fall zugemacht. Ach so, das Holz. Hallo? Ach, und die Türen sind auch zugenagelt. Ach so. Okay, krass. Also ist das real. Junge, die haben nicht mal einen Türhenkel. Guck mal bitte, die haben nicht mal einen Türhenkel. Oder würdest du das aufschrauben, kannst du reingehen? Warte! Ich hab sogar einen mit. Nein. Würdest du das aufschrauben, wird einfach aufgehen. Krass. Oh, das wäre aber schon interessant, da reinzugehen, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir sind einfach nur ein paar Schrauben von der Wohnung entfernt. Es kann aber sein, dass wir vielleicht eventuell eine Wohnung finden, die offen ist. Da können wir da auf jeden Fall reingehen. Und wenn jetzt irgendein Schlaumeier kommt und sagt, ja, Haus Friedensbruch, Bruder, da lebt keiner mehr drin. Die Fenster sind fast nicht zu. Guck mal, ey, Tolga. Walla, der Hängel ist fast auf. Der Hängel ist einfach fast auf, ne? Irgendwie ist das gruselig, Digga, dass da kein Mensch lebt. Manche, da sind doch Möwen. Hier auch. Hier ist auch zugemacht. Oh, hier kann man reingucken. Komm mal mit. Bei mir ist immer so, ich habe Kopfkinos, die ich mir mache. Ich denke immer, wenn ich so reingucke durch so einen Spalt, guckt da gleich ein anderes Gesicht raus. Okay, krass. Man sieht nichts. Oh. Der hält an. Oh, der kommt. Bruder, wie gruselig war das gerade? Mein Herz. Weißt Bruder. Du, Polizei, was? Genau, was war das? Hast du gerade gefilmt? Ich erkläre euch ganz kurz, was gerade passiert ist, ne? Weil ihr habt das gerade gar nicht gesehen. Bruder, da kam so ein Truck. Das hat mich gerade an Area 51 erinnert. Diese Sicherheitstrucks, ne? Diese Sheriffs. Genau, diese Sheriffs. Er ist an uns vorbeigefahren, hat gesehen, dass wir hier in dieser Straße stehen. Ist vorbeigefahren, angehalten, das hat man ja wahrscheinlich gehört, rückwärts gefahren, hat in unsere Richtung geguckt. Ich gucke ihn die ganze Zeit an, er guckt mich die ganze Zeit an und dann fährt er wieder weg. Junge, er macht Klingelstreich einfach. Da muss man auf jeden Fall sagen, komplett alleine sind wir auf jeden Fall nicht. Weil mir wurde gesagt, oder ne, anhand der Videos hast du gesehen, okay, die Stadt ist wirklich komplett tot. Aber dass hier so ein Sheriff die ganze Zeit lang fährt, also so ein Security, hätte ich nicht gedacht. Jetzt, wo man die Bestätigung gekriegt hat, dass es hier wirklich leer ist, ne, und kein Mensch hier lebt, hat man Angst. Oh, oh mein Gott, du kleiner Hund. Hallo? Was geht, Bruder, ist klar? Ja, Bruder. Fast einen Herzinfarkt gekriegt, aber sonst alles gut bei dir? Hey, warum? Bruder, ich rufe dich später zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so mitfühlen könnt wie wir, ne? Aber, Digga, das ist einfach ein Bezirk.
der komplett leer ist. Hier sind überall Häuser, überall Wohnsiedlungen, aber hier lebt kein Mensch. Und das Einzige, was du hörst, sind Autos. Weißt du, was ich dachte, als wir hierher gekommen sind auf der Fahrt? Ich dachte mir so, okay, A, wird wahrscheinlich alles komplett dunkel sein, weil hier halt keiner lebt. Warum dann Strom verschwenden? Und B, dachte ich, wir werden es gar nicht finden. Jetzt sind wir einfach hier. Lichter sind sogar an. Guck mal bitte. Ey, das ist krank, das ist unvorstellbar einfach, ne? Junge, das ist in Deutschland. Kennen Sie Leute? Wenn ihr herkommen wollt, Adresse unten. Ah, die haben das alles zugemacht. Sind nicht mal Tiere. Selbst die haben die Stadt verlassen. Lass uns erstmal noch ein bisschen erkunden. Normalerweise bin ich immer vorbereitet und normalerweise habe ich auch immer Informationen zu den Orten, wo wir quasi hingehen. Hierzu habe ich gar keine Informationen. Also ich weiß nicht, warum es stillgelegt ist. Ich weiß nicht, seit wann es stillgelegt ist. Also dafür, dass hier keine Einwohner sind, verstehe ich auch nicht, warum hier Autos stehen. Jetzt habe ich offiziell eine Frage an euch. Für wie viel Geld würdet ihr hier leben, wenn ihr wüsstet, hier lebt keiner? Ah, da vorne kommt auch wieder ein Auto. Sie kommen hier aus der Gegend? Aus Ergelenz. Aus Ergelenz, aber das ist jetzt nicht hier Kehnberger, ne? Keinberg gehört zu Ergelenz. Also gehört dazu. Weil wir haben uns gewundert, hier ist ja überhaupt nichts los, ne? Nee. Woran liegt das? Ja, es soll ja weggepackert werden, ne? Okay. Und seit wann ist das quasi leer alles hier? Seit wie vielen Jahren? 2-3 Jahre. Aber ich habe mich schon gewundert, hier sind ab und zu mal 1-2 Lichter an, aber das war's. Also da, wo jetzt Lichter an sind, leben da auch Menschen? Ja. Die letzten. Weil ich habe mich echt gewundert, weil alles ist zu, ne, du kommst nirgendwo rein, alles ist ruhig. Genau. Man sieht ab und zu mal hier so einen Security-Mann vorbeifahren, ja. Aber das war's. Deswegen, das hat uns gewundert. Also ist auch gruselig hier, ne, tatsächlich. Etwas, ja. Etwas auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Informationen gekriegt. Das Ganze steht seit 2 oder fast 3 Jahren leer. Und es gibt hier auf jeden Fall noch die einen oder anderen Menschen. Das sind, ja, das ist quasi der Rest, der auf jeden Fall auch noch raus muss. Und die leben auf jeden Fall noch hier. Deswegen sind da noch 1-2 Lichter an. Digga, für kein Geld der Welt würde ich hier jemals alleine leben. Hallo! Hier war anscheinend ein Metzger oder ein Bäcker, je nachdem. Das wird jetzt einiges erklären, ne? Warum dieser Security überhaupt gekommen ist. Wir sind ja vor diese eine Haustür gegangen und du hast ja an der Haustür so mäßig versucht, die Tür aufzumachen. Und genau 2 Minuten später oder 1 Minute später kam ja der Typ um die Ecke. Das heißt, das ist ja alles hier wirklich überwacht. Ist es auch, glaube ich, ja. Man sieht jetzt nicht unbedingt die Kameras irgendwo, aber das Ganze wird anscheinend wirklich überwacht. Da ist auch Licht an. Junge, da lebt jemand einfach. Mein Gott, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ah, hier schreibt jemand, wir sind einzigartig, weil wir unsere Häuser nicht verkauft haben. Wir sind einzigartig, weil wir gekämpft haben. Wir sind einzigartig, weil wir das scheinbar unmöglich für möglich halten. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein gerade. Einfach eine ganze Stadt, die leer ist. Ich muss auch sagen, das Gefühl allgemein hier, ne, weil man weiß, dass hier keiner ist, ist schon sehr, sehr eigenartig. Also man hat ein komisches Gefühl, aber es ist auch sehr, sehr interessant. Aber es sieht halt aus wie so jedes Dorf einfach, ne? Da meint ein Baby. Was willst du dem Baby später erzählen, wo es aufgewachsen ist? In der Gegend, wo kein Mensch lab, ja. Gelebt hat. Was für Lab am Neuen? Wo kommt dieses Wort Lab her? Hier ist an der Stelle ein Friedhof, links. Den würde ich auf jeden Fall skippen. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Nachbarsdorf angekommen. Nur ahnt mal, hier ist nichts. Gar nichts. Oh, hier ist jemand. Junge, Walla wieder, der Typ hat Eier aus Stahl. Junge, wie kann er hier alleine rumlaufen mit beiden AirPods drin? Ich habe letztens auch im Stream drüber geredet, Bruder. Wer trägt nachts 2 AirPods? Das geht nicht. Hier sucht auch wohl jemand seine Katze. Also der ist ja auch wieder ganz schlau. Hier sind keine Einwohner und der sucht seine Katze. Wir sind auf jeden Fall am Ende des Videos angekommen. Fazit zu der ganzen Sache oder Fazit zu Kehnberg war sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Es wäre wahrscheinlich noch interessanter gewesen, wenn wir vielleicht in irgendeine Wohnung reingekommen wären. Aber da kommt der Punkt, das wäre dann halt verboten theoretisch. Ne? Nicht, dass ich sage, man muss sich an jede scheiß Sache halten, so, aber der Security hat mir schon Angst gemacht. Also reingegangen wäre ich freiwillig auf jeden Fall nicht. Von außen konnte man leider auch nicht so gut filmen, sonst hättet ihr da noch einen besseren Einblick gehabt. Aber so an sich, die Stimmung kam wahrscheinlich durchs Video durch und ja. Das war halt einfach ein verlassenes Dorf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder 4 Stunden zurück nach Hamburg.